Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Karneval-Wodka von Bones MC und Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Produkt sowie natürlich auch die Links dazu findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Karneval-Wodka von Bones MC und Raf Camora. Das Ganze am 5. August erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing eines Getränks. Es ist das zweite Getränk, das ich euch vorstelle auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich dieses Produkt bei Amazon bestellt. Nur damit wir genau wissen, worum es geht, werde ich euch das Ganze gleich mal auspacken. Und dann schauen wir uns alles mal im Detail an. So, einmal hier nochmal aufschneiden. Jawohl. So. Also, darum geht es. Wir haben hier eine Flasche Wodka. Die kommt in einem verstärkten Karton und in diesem Karton befindet sich dann auch noch ein Luftpolster, der das Ganze dann schützt, dass es beim Transport nicht irgendwie zu Beschädigungen kommt. So wie ich zum Beispiel gerade diesen Wodka hier beschädigt habe. Okay, also so sieht das Ganze aus. Die Flasche ist in matt gehalten und kleine Info, bevor wir das Ganze nochmal im Detail ansehen, gebe ich euch. Und zwar gibt es dazu eine eigene Homepage, über die dieser Wodka vertrieben wird. So, ich hoffe, man kann das sehen. So sieht diese Homepage aus. Bones MC und Raf Camora Karneval Premium Wodka Made in Germany. So, hier haben wir die Flasche und dann haben wir hier den Infotext. Karneval Wodka, die neue Premium-Wodka-Marke von Raf Camora und Bones MC. Produziert und abgefüllt in Deutschland 38% in einer edlen, matten 0,5 Liter Flasche mit hochwertiger Glaskorkenveredelung. Also, so sieht das aus. Preis 0,5 Liter sind 18,95 Euro. Das Ganze kann man natürlich dann auch auf einen Literpreis hochrechnen, dann sind es, wie hier steht, 37,90 Euro. Gut, das nur am Rande, damit ihr Bescheid wisst. Es geht um diese Flasche hier. Wie gesagt, wie auch auf der Homepage beschrieben, sie ist matt gehalten. Bones MC und Raf Camora lesen wir hier oben, darunter Karneval Premium Wodka Made in Germany. Und passend zur Wodka-Beschreibung, zum Wodka-Titel Karneval, haben wir hier eine knapp bekleidete Dame tanzen. Also es sieht wirklich so nach Karneval aus, nach Karneval in Brasilien, in Rio de Janeiro. Dort haben die solche Outfits. Dann lesen wir hier 0,5 Liter und 38%. Die meisten Wodkas bewegen sich ja so zwischen 38% und 40%. Und dann haben wir hier noch diverse Elemente, die ganz klar hier auf Bones und Raf schließen lassen. Einmal hier jede Menge Palmen in diversen Farben, also wirklich hier sehr farbenfroh. Und dann haben wir hier auch noch hinter der Dame ein grünes, großes Krokodil. Jawohl. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier einmal einen Sticker, einen Barcode. Den werde ich mal kurz abmachen, diesen Sticker, weil die Flasche an sich ist dann auch nochmal beschriftet. So. Und zwar lesen wir hier www.karnevalwodka.de, produziert in Deutschland für Like This GmbH in Frankfurt am Main. Okay, darunter der Barcode. Was die Besonderheit ist an diesem Wodka, ist vor allem dann das hier oben. Denn ihr kennt das, die meisten Wodkaflaschen haben ja einen ganz normalen, regulären Schraubverschluss. In diesem Fall hat man das Ganze anders gelöst und zwar haben wir hier einen sogenannten Glaskorken. Habe ich bei einer Wodkaflasche zuvor noch nie gesehen, kenne ich aus dem Bereich Wein. Also da gibt es durchaus Rotwein- oder Weißweinflaschen, die mit solchen Glaskorken daherkommen. Aber bei einem Wodka habe ich das noch nie gesehen. Wir haben hier eine goldene Lasche. Das Ganze geht dann hier auf, kann man dann hier rundum ziehen und dann sollte sich, ja genau, sollte sich das Ganze hier lösen. So sieht das dann aus. Wir haben jetzt hier auch noch Plastik. Ich werde mal versuchen, das hier abzumachen. Sekunde. Oder eventuell mit dem Messer zur Hilfe.
So, einmal probieren wir es noch, dass ich euch das Ganze hier ohne Plastik präsentieren kann. Ja, schwer, aber doch geht's ab. Also, so sieht dann dieser Verschluss aus. Der ist in Glas und dann haben wir hier diesen rosanen Kunststoff noch dazwischen, der einfach dafür da ist, dass das Ganze auch entsprechend abdichtet. Also damit das Ganze dann wirklich auch luftdicht verschlossen ist. Ja, das war's soweit. Es gibt ja schon diverse Rapper, die sich auf dem Markt der Spirituosen ein weiteres Standbein aufgebaut haben. Unter anderem haben wir ja Jalil mit seinem Whisky. Sido hat auch schon vor geraumer Zeit mal eine Wodka-Marke rausgebracht oder vermarktet einen Wodka. Und natürlich auch Oleg Sesh mit dem Xier-Wodka. Den habe ich euch ja bereits schon mal gezeigt. Video dazu verlinke ich euch am Ende. Und ja, das ist eben der Karneval Premium Wodka von Raff und Bones. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Wodka? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr diesen Wodka feiert, falls ihr Raff und Bones unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.